Ja, hallo zu Folge 13. Oh, 13, Mensch, da werden wir sicherlich hier ganz viel Glück haben in der Folge. Naja, mal gucken. Wobei, ehrlicherweise, im Moment wäre mir ein Hauptstahl lieber als das Glück. Aber okay, vielleicht hängt das ja auch zusammen, weil daran hängen natürlich einige von unseren Bauten, die wir demnächst so alle vornehmen wollen. Und ja, naja, mal gucken. Mir ist gerade noch aufgefallen, ich brauche noch viel mehr, als ich bisher dachte. Eine Sache habe ich hier gerade noch mal die Nase reingesteckt bei Sicht des letzten Videos. Ich glaube, wir hatten hier 55%. Ach je, das war wirklich nicht sehr viel, aber eigentlich ist auch fast egal. Wobei, warte mal, wir kriegen es noch ein kleines bisschen besser hin. Das habe ich irgendwo denn doch gesehen. Nicht wirklich extrem, aber zumindest ein bisschen. Und ich glaube, das ist ja auch alles noch nicht gebaut. Dann können wir die noch mal ein kleines bisschen umsetzen. Kostet ja nichts. Irgendwie war ich denn doch erstaunt, weil das Gebiet insgesamt doch relativ gut abgedeckt war. Aber naja, mit den 5 Pumpen ist es halt denn doch ein bisschen schwierig. Du kannst eigentlich loslaufen hier. So, wo haben wir denn die Pumpe hier? Ich glaube, statt 55 immerhin, das müsste so die Stelle hier gewesen sein. Kriegen wir immerhin, glaube ich, 58 oder so hin, wenn ich das richtig da gucke. Aber mehr ist halt nicht drin. Weil hier 6 und 8 irgendwie, aber naja, ich habe die ja ziemlich in der Mitte platziert. Irgendwie habe ich mir normalerweise an der Stelle dann angewöhnt, hinterher nochmal alle abzubauen und wieder neu zu probieren. Weil das hängt ja immer voneinander ab und manchmal nimmt man dann halt einfach zu viel Sicherheitsabstand, um die anderen Pumpen dabei möglichst nicht zu behelligen. Aber da kann man es natürlich auch übertreiben. Aber okay, das war jetzt letzten Endes nicht wirklich ein großer Unterschied. Aber es stört ja auch nicht, das dann nochmal neu zu platzieren. So, na gut. Bauen kannst du das alles gerne nach wie vor. Ich denke nicht, dass das jetzt einen großen Unterschied macht, aber nur ja, wenn ich es gerade schon gesehen habe. So, also was brauchen wir alles noch? Ja, wir haben im Moment gerade ja da noch einen Kredit aufgenommen. Geld ist durchaus gerade noch ein bisschen vorhanden, aber das wird uns durch die Finger rinnen wie nichts. Die Ölforderung braucht, ja, und auch noch bald. Mal gucken, wie wir da weiter durchkommen. Das ist jetzt auch die größte Priorität, definitiv. Überhaupt keine Frage. Mal schauen, was wir da noch reinstopfen müssen. Das Geld, was wir haben, wird nicht reichen, das ist klar. Nächste Aufgabe wird dann sein, können wir eigentlich auch hier machen, das Radio zu bauen. Das ist auch gar nicht mehr lange hin. Das ist mit Sicherheit das teuerste Projekt, aber es ist nicht das einzige. Zum einen hätte ich bitte gerne hier nochmal das nächste Haus und wir sind mit unserer Ausbildung, naja, noch nicht richtig toll. Aber ich würde sagen, 50 neue Leute können wir vielleicht trotzdem holen. Es hilft halt. Doch, Platz ist hier, also komm rein. 3, 4, 5. Ja, sind wir wieder über 100 hier. Aber komm ruhig der Reihe nach ran hier. Ja, da müssen wir auch noch weitermachen. Es hilft alles nichts. Wir brauchen die Leute, die sollen arbeiten und uns hier in den Fabriken Geld verdienen. Ja, was brauche ich noch? Klar, Polizei wurde schon erwähnt. Die werde ich erst anfangen, nachdem das Radio nahezu fertig ist, weil die brauchen mit Masse die gleichen Rohstoffe und Radio ist mir irgendwie unterm Strich doch noch wichtiger. Deshalb wird das Vorrang haben. Parallel haben wir noch zwei Sachen. Das eine hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist hier der Wärmetauscher mit den Leitungen dran, weil der Wärmetauscher für sich gesehen erstmal nicht wirklich schlimm ist. Das Problem werden denn da irgendwo die Leitung sein. Auch die Pumpe hier, die kann man schon mal mit reinziehen, weil das beides nicht so riesig ist. Aber wenn man mal hier schaut, wir haben hier 67 Stahl und hier sind es dann nochmal 105. Das sind schon alleine 172 Stahl, oder habe ich jetzt richtig gerechnet? Also in etwa müsste das hinkommen. Naja, das kommt irgendwo alles nochmal dazu. Und ich habe mich auch gerade nochmal umgeschaut. Ich meine, wir haben Anfang 64. Normalerweise ist Richtung 1965 eigentlich so der Moment, wo man dann mal darüber nachdenken sollte, vielleicht auch ein bisschen hier Wartung einzuführen. Tja, und also da geht es jetzt hier um die Werkstatt. Ich habe mich mal etwas umgeschaut und welches könnten wohl so unsere Fahrzeuge sein, die am meisten abgenutzt sind? Es werden noch Tipps und Wetten angenommen. Also mit Sicherheit natürlich welche, die wir von Anfang an haben und die auch sehr intensiv gefahren sind. Und das sind sicherlich zum einen die Busse, die wir hier haben, und mit Sicherheit auch die Kipper.
Und wenn wir zum Beispiel mal bei den Kippern schauen, nehmen wir mal den ersten, der hat 41% Abnutzung, das geht ja noch. Ne? Was haben wir hier? 40. Naja, 41. Was sagt er hier? 50. Naja, da 50 wird es dann schon langsam ein bisschen. Zwei haben wir noch 45 und der ist auch bei 46. Na gut, der Worst Case wäre 50. Also die waren schon gut unterwegs und wie gesagt, über das Jahr 64 würden wir sicherlich noch kommen, aber irgendwann wird es dann natürlich eng. Die werden zunehmend einfach mal ab und an stehen bleiben, Ausfälle haben, die fahren dann eben halt weiter. Ich glaube, richtig endgültig stehen bleiben sie erst, wenn sie 100% abgenutzt sind, aber vorher ist es halt auch schon doof. Also irgendwie ab 50% Abnutzung sollte man sich schon langsam mal um Reparatur oder Wartung kümmern. Aber wenn man jetzt meint, 50%, oh je, das ist ja viel, naja, es geht noch höher. Wir haben hier unsere Busse, die wir hier im Hauptzollamt eingesetzt haben. Die haben wir ja dann auch mal teilweise für die Arbeiter hier, für die Industrie eingesetzt. Geht so. Und jetzt kommt das richtig Heftige. Unsere Busse vom Nebenzollamt, die haben auch Leute rangekarrt, aber wahrscheinlich aufgrund der längeren Fahrt, die wir hier haben, ist es da noch übler. Jetzt muss ich mal gucken. Da haben wir 52 und 64. Ich glaube, 64, hier haben wir noch eine 53. Und wie ist das bei ihm? Der ist auch 58. Also der hier, der kriegt schon bald auf dem Zahnfleisch. Also das ist einfach doof. Entschuldigung. Also ehrlicherweise möchte ich denn doch relativ zeitnah die Werkstatt hinstellen. Darauf wollte ich eigentlich gerade raus. So, wir haben das Radio mal kurz stopp. Können wir uns das gerade noch mal in Ruhe angucken? Das war die nächste wichtige Geschichte. Jetzt habe ich eigentlich all das, was ich unbedingt bald haben wollte. Nämlich schon mal erwähnt: erstens die Wohnungen, die verbesserten, haben wir erforscht. Als zweite war dann die geologische Karte, damit wir Ölforderungen starten können. Und jetzt das Radio. Das sind eigentlich so die drei Dinge. Jetzt haben wir aber auch noch Sachen, die auch zeitnah möglichst bald erscheinen sollten, weil ich sie bald nutzen möchte. Das eine, lass uns dann kurz mal wieder in den Forschungsbaum gucken, nachdem sich das ein bisschen leert. Also das eine wäre hier die Druckanpassung für Pipelines. Im Moment haben wir sie noch nicht gebraucht für unser eines Ölfeld. Aber ich denke, das zweite Ölfeld, da werden wir nicht hinkommen ohne diese Verlängerung. Basisreichweite von den Pipelines ist, glaube ich, so 360 irgendwas von der Größenordnung. Und mit dieser Technologie, wenn wir die erforscht haben, dann sind wir über 500, ich glaube 550 oder sowas sogar. Und ich fürchte, das werden wir brauchen. Erstens, um die bauen zu können und dann natürlich auch hier irgendwann die Folgetechnologie hier OPEC-Mitgliedschaft, dass wir ein bisschen mehr Öl. Ja, dass das mit dem Export ein bisschen mehr einbringt. Wobei ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, aber da habe ich einfach noch viel zu wenig getestet und auch zu wenig dazu gelesen, wie weit das wirklich hilft und wird, weil der Ölpreis, der schwankt sowieso immer relativ stark. Und das macht da egal, ob ich die Mitgliedschaft habe oder nicht und egal, ob ich Öl verkaufe oder nicht. Also ich habe da eigentlich noch nicht so groß den Unterschied gesehen, aber wahrscheinlich müsste man das einfach mal länger haben und dann vielleicht auch verfolgen. Aber das ist natürlich alles nicht so einfach. Die Zeiträume sind größer und es ist schwierig, wahrscheinlich das irgendwo statistisch sauber auseinanderzurechnen. Gut, ist auch nicht das Allerwichtigste. Ich werde das denn schon machen, aber den hier, den hätte ich denn schon mal ganz gerne. Ist jetzt nicht so dringend wie der anfangs erwähnten Dinger, aber ich hätte es denn bald. Wir kriegen denn hier auch noch die Starkstromkabel, wobei mich da denn fast am meisten interessiert die Stromverbindung zum sowjetischen Block, weil ich will ja da eine neue Einspeisung in der Nähe von unserer Ölindustrie bauen. Und naja, das ist ein ganz schönes Stück, wenn wir hier durchgeforscht sind. Ist auch nicht ganz so dringend, würde ich sagen, aber irgendwann hätte ich es denn schon mal bald ganz gerne. Das sind eigentlich so die zwei Sachen. Und hier muss ich denn hier lang, um denn den zu holen und den so auch. Das wären also mehr oder weniger dann über Metallurgie und Stahlermüdung und dann hier mal reingucken. Das ist so die Erstgeschichte. Die zweite, da haben wir unser Häuschen. Das ist halt hier eigentlich dieser ganze Komplex, der letzten Endes darin mündet, dass ich weniger 15% weniger Verschmutzung durch die Fabriken habe, was sicherlich ganz nett ist. Das ändert nicht grundsätzlich irgendwas, schaltet ja auch kein Gebäude frei, aber prinzipiell sollte man sich das schon zeitnah holen. Wir haben auch hier noch was, Telefonabhör. Tja, ich weiß nicht so recht, wie das denn an der Stelle wirkt, weil die
Geheimpolizei kriegt das eigentlich auch so raus, ohne die Technologie. Und ich habe bisher noch nichts im Spiel gefunden, wo irgendwo der Wert drin steht, wie gut oder wie effektiv die arbeiten, was durch dieses Ding dann hier verbessert werden würde. Keine Ahnung. Also irgendwann werde ich sicherlich mitnehmen. Und vor allen Dingen sieht man auch 500 Arbeitstage, das ist ziemlich schnell durchgeforscht, aber keine Ahnung, ich sehe da keine Dringlichkeit. Wir haben dann hier noch die Raffinerie, die werden wir definitiv dann setzen wollen. Muss allerdings, und dafür brauche ich halt die anderen beiden hier, aber das Problem ist speziell die Raffinerie ist im Bau so teuer, kurzfristig wird das nichts werden. Ich habe zwar so in etwa mir eine Abfolge, einen Zeitplan überlegt und ich würde sie dann auch schon bald mal erforschen, aber es ist von der Priorität nicht so wahnsinnig hoch. So die ganze Sache mit Chemie und Elektronik, ja, irgendwann mal, aber im Moment egal. Bauxit und Uranminen, um zumindest mal zu sehen, wo das Zeug liegt, ja, wäre auch schon was, aber ja, ich brauche es auch im Moment erstmal auch nicht. Genauso wie diesen Kram. Hier haben wir noch zwei Dinge, die Mülltrennung, die würde ich wahrscheinlich dann als nächstes nehmen, weil ich will die Trennanlage haben und dann mit dem Müll an der Stelle umziehen. Ich denke, das wird das Erste sein, was wir uns holen. Haben wir hier noch irgendwo Sachen? Naja, wir haben zum einen hier die Sache mit dem Rundfunkeinfluss, aber da muss ich gleich mal hier die Parteizentrale umschalten, ja. Und dann haben wir hier den Feuerlöschhubschrauber und dann war es das eigentlich, ja. Also, dann würde ich sagen, machen wir mal hier zuerst das mit dem Müll. So, das ist mal Nummer 1. Und was macht er hier gerade den Feuerlöschhubschrauber? Naja, das ist zwar ganz witzig, aber Rundfunkeinfluss ist erstmal noch wichtiger. Kannst du hier weitermachen? Und, ach so, ich wollte es ja vielleicht auch noch. Da kommt es eigentlich drauf an, der platzieren, das kriegt man hier schon rein. Das ist auch einfach schnell gemacht. Der Platz ist schon vorgesehen. Das soll dann hier rein. Rundfunkhaus, so rum passt es sogar noch ein bisschen besser. Wegen dem Fußweg da an der linken Seite, dann ist der ein bisschen weiter oben. Das müsste doch eigentlich hier passen. Passt auch. Extra Klick. Ja, der macht das da mal rein. Und kriege ich hier mal noch einen Fußweg hier rüber. Und die Straße können wir hier auch mal erstmal noch ein bisschen verlängern. Weiß noch nicht, wo das hier hingeht. Werden wir dann sehen. So, wie ist denn das eigentlich, wenn da hier so drin ist? Reicht der Müll dahin? Der reicht hier nicht hin. Das ist natürlich schlecht. Wobei, vielleicht zeigt das noch nicht so richtig an, ne? Warte mal. Naja, wobei, gucke mal hier zu dem Wohnhaus hier, das zeigt da an. Mal hier oben noch irgendwelche Fußwege, die wir verbinden können. Nee, haben wir nicht. Natürlich doof. Wenn ich hier so eine reinziehe, sagen wir mal so, das ist ja dann auch ein bisschen kürzer, ob es denn reicht. Nee, hilft nicht. Naja, müssen wir mal gucken. Irgendwo brauchen wir für das, denn es ist auch egal. Für das Rundfunkhaus müssen wir mal gucken, was wir denn an der Stelle machen. Wobei es könnte sogar sein, dass der hier noch in Reichweite ist. Das müsste durch den Fußweg sogar funktionieren. Naja, gut, aber. Ja, wobei ich weiß nicht, mal sehen, was das Rundfunkhaus so für Müll macht. Ansonsten kann ich hier natürlich auch noch irgendwo, glaube ich, einen reinsetzen. Das müsste sogar mit Straße gehen. Zeigt mal hier. Das sollte hier eigentlich noch reinpassen. So hier zum Beispiel. Tja, naja, mal sehen. Eigentlich dachte ich, das reicht hier mit dem Ding, aber naja, gut, das ist ja. Das ist, wie es ist. Wenn ich die Straße darüber ziehe, zeigt mal kurz. Ja. So. Na, weiter darüber ziehen muss ich sowieso nicht. Wahrscheinlich. Naja, gut. Muss man mal sehen. Also, wenn es hier Müllprobleme gibt, machen wir hier noch einen Behälter davor und dann sollte das klar gehen. Ich meine, so ein kleiner Absetzcontainer hier, das ist ja kein Problem, den da reinzuziehen. So, also was haben wir hier? Problem 396 da. Es ist halt der Hammer. Naja gut, aber es hilft ja alles nichts. Muss halt einfach sein. Also das geht noch gar nicht, weil die Straße erstmal da rein muss. Aber na gut, ihr macht das schon.
den da rein. So, und dann lass uns das ja mal mit der Werkstatt kurz noch begucken. Also, das ist ein ganzer Haufen und Bedient und alles sowas. Also, der ist schon gebaut. Ich werde die Werkstatt, ich meine, die ist von den Kosten jetzt nicht so schlimm. 10 Tonnen Stahl, also das geht mal schon noch so nebenher, aber es kommt halt eins zum anderen. Ich würde natürlich auch gerne. Jetzt hat der hier auch nochmal 10 Tonnen und das Warenhaus ist bei 5 Tonnen. Ja, es ist natürlich nicht immer nur der Stahl, aber der Rest ist genau genommen, außer es ist richtig heftig von der Menge her, ist eigentlich fast nur der Stahl kostenmäßig wirklich von Bedeutung. Also hier die 8,7 Asphalt oder auch die 14 Beton, genau genommen ist das hier irgendwie alles wurscht. Kann auch noch ein bisschen anders laufen, wie zum Beispiel haben wir das hier beim Gefängnis, 52 Tonnen Stahl, ja, aber man hat dann hier von der Menge her sind es dann doch 400, über 400 Ziegel, ne? Und die hauen dann natürlich in dieser Menge dann doch rein. Aber im Allgemeinen geht es halt schon um den Stahl, ja. Na gut, aber weißt du, die haben wir schon fertig hier. Dann ziehen wir die ja auch noch mit rein, weil sonst funktioniert das da am Ende doch nicht so richtig. Abgesehen davon ist ja der Plan, dieses Warenhaus denn hier auch als Zwischenlager zu nutzen. Da würde ich dann von hier oben die Sachen hier runter schaffen und von hier dann aus liefern, denn ist das deutlich näher an der Stadt. Das müsste eigentlich auch ein bisschen helfen. Naja, gut, aber jetzt haben wir die Sachen da drüben schon angefangen. Erstens würde ich das Radio, wo ist denn hier mein Rundfunk? Achso, das Rundfunkhaus ist ja noch gar nicht. Machen wir hier die Straße Prio, weil wo sind wir mit der Loyalität? 37%, das ist eigentlich noch einigermaßen in Ordnung, muss ich sagen. Ich sag mal, unter 35 wird es dann langsam doof. Aber gut, am Ende gibt es da keine Grenze. Ich meine, je tiefer, umso schlechter. Das kann man einfach sagen. Und je früher ich mit dem Radio gegensteuern kann, umso besser. Im Gegensatz zur Polizei, die im Aufbau relativ günstig ist und halt aber viele, viele Mitarbeiter hat, ist es beim Radio leider so, dass es auch dann viele Mitarbeiter hat. In der Menge sogar weniger als die Polizei, aber es ist doch einiges. Aber hier ist es dann halt im Aufbau auch teurer. Ja, naja, gut. Aber na gut, es hilft ja alles nichts. Wir müssen da durch, also macht das da. Und ja, hier die Leitung da von der die Fernwärmeleitung. Vielleicht mache ich die wirklich erstmal hier noch rein. Guck mal hier, dann haben wir sie zumindest in unserer Liste drin. Machen die Prio mal gerade etwas runter. Ich würde davon ausgehen, dass ich die irgendwann auch wieder aufdrehe, die Prio. Ohne die Leitung geht es natürlich nicht, aber ja, es ist halt. Ich meine, wir hatten hier, glaube ich, irgendwie so 10, 5, das sind 25 Stahl. Und dann kommen die hier noch, dann sind wir irgendwie bei 200 und die jetzt Radio noch, dann sind wir schon bei 600 Stahl allein und bei Kosten von irgendwo 400. 400 mal 600, das wären dann schon 240.000 nur für den Stahl von diesen Gebäuden, die ich alle gerade drin habe. Und da habe ich jetzt noch nicht mal die Polizeigeschichten aufgeführt, die ja dann irgendwo mehr oder weniger zeitnah mit dem Radio passieren sollen. Das ist halt schon. Es ist halt so, wir haben hier Beton, Asphalt, Kies. Und das sind die gleichen Rohstoffe, die wir bei den Vorarbeiten ja auch haben. Nein, da wollte ich hin. Ist nicht erstaunlich, das ist meistens so bei den Vorarbeiten. Oh, der Winter ist vorbei, wie schön. Polizei nicht erschienen. Ja, na gut, wir kommen langsam Richtung 3000. Da wird es dann doch ein bisschen ungemütlich. Wie sieht es denn aus hier mit den Auswirkungen? Kriminalität, naja, das geht aber eigentlich. Das ist ja eher harmlos mit 0,6. Besser als ich dachte. Was sagt denn unsere Ausbildung? Wir sind wieder auf 44 runter, die wir noch in Ausbildung haben. Dann können wir ja die nächsten 50 holen. 1, 2, 3, 4. Sind wir schon bei 1.500? Ja, sind wir eingeladen. Naja, mal sehen. Aber genau genommen gibt es da auch keine Grenze für. Wir müssen halt irgendwo denn den Wohnraum dafür natürlich schaffen. Jetzt haben wir aktuell hier noch 130 frei für Geburten. Und dann Umzüge aus dem Elternhaus, also wurden ja, kommen ja erstmal nicht da rein, aber wenn halt dann 21-Jährige sich eine neue eigene Bleibe suchen, ja, das geht eigentlich. Und irgendwann haben wir das Haus auch fertig.
Aber da aufpassen müssen, wenn man jetzt hier so viele andere Dinge mit Prio. Naja, gut. Okay, das ist wie es ist. Also macht mal darunter. Ich hoffe, dass hier mit dem Teil. Machen wir mal hier auch auf Prio. Und das wird dann hier schon irgendwo gehen. Ja, das sind die Baustellen. Wir waren mal sehr, sehr kurz in der Liste. Das ist lange her. Inzwischen ist sie wieder richtig voll geworden. Wir haben inzwischen doch ordentliche Gewinne. 64.000 Export im letzten Monat. Ja, und das im Januar. Das ist sowieso krass. Weil eigentlich ist es im Winter immer viel, viel schlechter. Aber naja. Okay. Wir werden uns nicht beschweren. Wenn es hier zu viel Geld in die Kasse kommt. Zu viel Geld gibt es nicht. Tja, eine Sache wollte ich vielleicht dann auch noch hier. Bei dem vielen Asphalt und auch Beton, der da unten reingeht, ich würde mal vielleicht noch, wir haben hier 6 Kipper und 6 Mischer, hier vielleicht doch noch ein bisschen was von den Dingern reinstellen. Das sollte insgesamt schon helfen. Vielleicht noch 2 Mischer und 2 Kipper. Hm? Das wäre vielleicht ja wirklich was. Also guck mal hier, also du hier. Noch 2 Kipper, nein, die sind schon ziemlich teuer, so gesehen. Die Mischer gehen, glaube ich. Nein, wobei ist das gleiche 8. Ach, na komm, wir brauchen auch den Beton. So, den mach hier. Hey, 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 was haben wir jetzt ausgeben? Nochmal 34.000. Okay, denn so, wie sieht es denn hier aus? Was, Stau? Wo ist hier Stau? Das soll hier ein Stau sein? 4 Autos, 5? Das ist doch kein Stau. Oh, es geht ja. Entschuldigung, das geht ja doch weiter. Naja, aber so schlimm ist das jetzt eigentlich auch nicht. Was haben wir denn hier? Da sind natürlich die ganzen Abgedeckten. Die müssen hier hin. Die werden wahrscheinlich Pflanzen und Essen holen. Ja, da Pflanzen. Du bist hier der Kühler für den hier. Ja, gut, ist so. Und die müssen wir natürlich. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Verkaufen wollen wir auch. Der Kleidungsexport muss auch sein. Und hier kommt noch einer, der neuen Kies holt. Tja, naja. Ich meine, es geht halbwegs, muss man sagen. Es ist sicherlich nicht ideal, aber es geht halbwegs. Die Problematik hatte ich ja irgendwann schon mal erwähnt, je mehr Leute hier denn arbeiten und damit die Fabriken füllen und damit geht dann halt auch der Bedarf hoch, den ich hier ganz allgemein habe, also vor allem an Pflanzen und ja, das führt dann halt einfach zum Verkehr. Da kann man nicht viel machen. Das ist so. Na gut, wir haben wieder ein bisschen was verkauft hier. Februar 53 Import, 53 Export. Oh Gott, okay. So, haben wir denn inzwischen ja noch was fertig gekriegt? Oh ja, das sieht gar nicht so übel aus. Die hatte ich hier alle pulverisiert, das ist ordentlich. Dann würde ich mal vielleicht an die Hauptpipelines gehen. Dann sprich die hier. Also mit Haupt, die von den Pumpen hier weggehen. Und an dem Ding hängen 3 andere dran. Hier ist die Pipeline schon fertig, die von hier nach hier geht. Ja, machen wir das ruhig mal so. Was hat er denn bisher sonst so gebaut hier? Er hat hier die Pipelines, 3 andere, alle mal so ein bisschen angefangen. Ja, gut, machen wir die 70er fertig. So, da ist nächste Müllgeschichte erforscht. Und dann haben wir hier Mülltrennung. Jetzt geht das auch recht gut. Was haben wir hier? 30, das wollte ich eigentlich ein bisschen absenken. Ja, weil ganz okay brauche ich nicht. Da habe ich denn die Leute doch lieber in den Fabriken noch. Gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel vom Unterschied, aber naja, da die Forschung nicht so dringlich ist, sollte das schon funktionieren. So, was Radio hat begonnen. Beton, Kies, Asphalt, ja. Vorarbeiten. Ich würde vielleicht mal, weil ich das sowieso hinterher machen will, ich wollte gerade mal hier schon ein bisschen anfangen mit den Vorarbeiten. Du hast das auch. Naja, dann mach vielleicht doch lieber hier erst noch die Werkstätten. Ja, okay. So. Das ist die Pumpe, denn die Pipeline, naja. Und das war die andere. Nein, Polizei. Tja. Hat er denn die Straße hier eigentlich? Welche ist denn das da unten vielleicht irgendwo? Na gut, das, da werde ich sogar gar nicht, nichts priorisieren. Das kann er irgendwie in seiner Freizeit machen. Mal ein bisschen Straßen hier bauen. Ist okay.
So, dann können wir hier schon mal langsam gucken, wohin wir laufen wegen eines neuen Kredits. Wie können wir denn aufnehmen? 1,6 Millionen. Na, wahrscheinlich würde ich mir dann doch so 1,6 holen. Dann würde ich die Sachen hier auch beide abzahlen. Bisschen höher als die 23 werden wir trotzdem liegen. Ist ja klar, wir holen dann mit den 1,6, da hätte ich dann fast wieder 400.000 zur Verfügung. Was gar nicht übel ist, von den 400.000 können wir ganz ordentlich was hinstellen, aber naja, mal sehen, wie weit wir da kommen. Ja, das wäre wahrscheinlich so die Idee. So, das wäre so die Variante. Mal gucken. Wird natürlich schon so lange hinauszögern, wie es irgendwie geht. 4,2% haben wir auch immer noch. Das ist gar nicht so übel. Das ist sogar weniger als hier, ja, zahlen mussten, als wir den kleinen Kredit hier aufgenommen haben. So, da kommen neue Straßenbahnen von CSMG. Naja, gut. Straßenbahn. Ach ja, da freue ich mich schon so drauf, wenn ich hier irgendwann mal Straßenbahn bauen kann. Erstmal Züge, das ist ja auch nett. Aber Straßenbahn wird auch nett sein. Gut, also. Wo haben wir denn hier? Lass uns mal hier das ein bisschen verfolgen, wie das hier aussieht. Hier kommt der eine Verkäufer, der andere steht schon da vorne in der Schlange. Gibt also gleich wieder Geld in die Kasse. Wenn sie da durchgekommen sind. Also die Mark E, die sind hier schon ständig am Anstehen. Die scheinen echt im Dauereinsatz zu sein. Und ich habe so die Befürchtung, da wird sich wenig dran ändern, bis wir dann mal die Eisenbahn haben. Aber nein, wie weit sind sie denn hier inzwischen mit dem Bild gekommen? 125, da waren wir schon mal deutlich höher. Waren schon mal fast bei 200 oder so. Naja. Aber allgemein ist es in Ordnung. Kleidung ist ja bei über 9. Das heißt, wenn der Kleidungstransporter zurückkommt, der kann direkt wieder losfahren. Da würde schon die Frage anstehen, ob ich nicht noch einen zweiten Transporter hier setze, weil der eine schafft das gar nicht mehr alles zu verkaufen. Bist du das hier? Ja, weil der wird hier reinfahren und kann direkt wieder los. Einmal vollladen, bitte, und zack. Also ich hätte natürlich dadurch mehr Einnahmen in der Kleidung. Keine Frage. Irgendwann, wenn der Zug ist, dann wird er das alles abtransportieren, aber genau genommen ist das vielleicht nicht so die allerbeste Idee. Der zweite wäre jetzt auch schon fast wieder voll. Wahrscheinlich sollte ich wirklich noch so einen abgedeckten mit dazu nehmen und noch einen mit auf die Route stellen. Das einzige Problem ist halt so ein bisschen, und deshalb gefällt es mir gerade nicht so sehr, ich kann halt nur einen hier stehen haben, der wartet. Wenn ich den zweiten dann auch noch habe, dann ist das Ding hier voll. Der hat doch hier nur drei Plätze, oder? Polizei nicht erschienen. LKW laden. Ne, sind vier Stellen. Na gut, dann kann ich es aber eigentlich machen. Dann stehen sie da zu dritt. Der von seinem. Ach so, 1, 2, 3, 4. Naja, weißt du, dann machen wir das, weil da im Moment würden wir da, glaube ich, mehr. Ich weiß zwar nicht, ob das insgesamt reicht oder ob sich das jetzt so langsam angesammelt hat in der Zeit. Das ist natürlich möglich, aber andererseits, die Produktion wird ja eher noch ein bisschen stärker werden. Ja, pass auf, wir machen das mal. Gib mir mal bitte hier noch einen weiteren abgedeckten. Noch einen zweiten mit Orange hier. Bitte. Mal sehen. Bist du das da? Warte mal. Ja, das ist er. Okay. Dann, Export Aufkleidung habe ich das genannt. Na gut. Ja. Dann so, du musst nicht zum Depot. Du kannst direkt dahin fahren. Wahrscheinlich wird er erst einmal tanken oder so. Ja, so sieht's aus. Na gut, das sei dir gestattet. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Meine einen muss ich hier schon freihalten für die Anlieferung. Ich hätte lieber zwei für die Anlieferung, weil es ist doch mehr. Aber andererseits würde ich sagen, die Bekleidungsleute, die stehen ja, also die LKWs, die stehen ja auch nicht wirklich lange an. Du bist hier der. Ah, der wartet einen Moment. Müssen wir es mal beobachten.
Jetzt war zumindest der eine, aber gut, jetzt hat sich ja auch gerade die Schlange am Zollhaus irgendwie aufgelöst. Und wenn das so ist, dann schafft er das sogar anscheinend ganz gut alleine. Naja, mal sehen. Ach naja, es hängt schon wirklich an der Schlange. Ich wollte gerade gucken, was wir so für Produktion haben pro Monat, aber eigentlich sagt das relativ wenig aus über die Sache, wie viel LKWs wir hier brauchen. So, wo sind wir denn im März gelandet? Sind noch nicht ganz fertig. Jetzt stehen hier schon drei Verkäufer an. Wenn die alle drei hier ihre Sachen noch abliefern können, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Kredit, aber es könnte eng werden. Jetzt läuft gerade einer von den dreien ein. Jetzt kriegen wir wieder Geld rein. Sehr schön. Aber die anderen beiden stehen wohl noch ein bisschen an. Tja, naja. So, der ist auch vorne dran. Der zweite da links, der sollte auch noch passen. Jetzt erst die zwei. Tja, es ist schon interessant, das immer zu beobachten und dann zu schauen, muss ich jetzt schon den Kredit nehmen oder schaffe ich es noch vorher? Da Dinge. Jetzt fährt der nächste rein. Und jetzt geht es wieder nach oben. Ey, wir sind über 80.000 im März bei Verkauf. Ja, Wahnsinn. Cool. Ich fürchte, der da ganz rechts ansteht, ob er es noch schafft. Ja, ich denke, er wird es noch schaffen. 31. März haben wir noch. Wir das an fast 88.000 an Export diesen Monat. Das ist schon nicht übel, ne? Nett, nett, nett. Gut, die waren jetzt alle dreimal da. Mal sehen, wann auch da unten ist schon wieder der nächste unterwegs. Der ist schon wieder auf dem Weg zum Verkauf. Du bist auch, ja, Bekleidung ist wirklich viel. Und vor allem, wie gesagt, wir kriegen ja noch immer weitere Leute hier rein. Das ist schon okay. Ausgebildet haben wir wieder eine ganze Menge. Da können wir eigentlich noch mal hier. Was sehen wir denn hier? Der ist voll und hier haben wir Platz 120.000. Was ist denn hier? Mal die nicht im. Ach doch, die war nur gerade. Wegen Markierung. Stau, hör doch auf. Dann würde ich sagen, ich mache hier auch mal Prio drauf, sonst dauert das hier zu lange, bis wir das Häuschen haben. Und dann sollten wir das aber eigentlich hinkriegen. Wenn ich hier nochmal 50 ranhole, dann sind immer noch 70 frei. Das sollte gehen, bis der hier da ist, ja? Mehr hier. 1, 2, 3, 4. So. Meine, die Ausbildung geht wirklich tierisch schnell. Wo steht man jetzt? Wir haben über 1900 Arbeiter schon. Und das Konto scheint irgendwie eher zu steigen als zu fallen gerade. Das ist wirklich schon interessant. Wir waren ja schon mal unter 10. Jetzt sind wir schon teilweise wieder über 30 gewesen. Naja, ich denke mal, das geht so lange gut, bis für das Rundfunkhaus hier massiv Stahl nachgekauft wird. Er ist hier aber immer noch bei den Vorarbeiten. Wenn er die Sachen durch hat, dann kommt hier der Hammer. Und dann werden unsere kleine Kleidungs- und Sprengstoffverkäufe nicht ansatzweise mehr helfen. So, da stehen die zwei hier. Der vorne steht in der Schlange beim Verkauf. Irgendwie ist es auch schon interessant, muss ich sagen. Ich beobachte das ziemlich gerne, wie sich das alles so, ja, gegenseitig zusammenpasst. Das ganze Netzwerk hier von Verkäufen, Käufen und den Arbeiten. Das ist schon nett. Jetzt ist er oben gerade wieder reingefahren. Jetzt kriegen wir gleich wieder hier ein bisschen Einzahlung. Wir haben schon kein so schlechtes Einkommen, ne? So, der da oben kommt zurück. Da bin ich mal gespannt, ob er es schafft. Nee, er schafft es nicht. Da fährt gerade hier wieder einer los, während der hier ankommt. Das war auch wieder Bekleidung. Und dann schauen wir mal, das ist ja, ach, das ist das Sprengstoffauto gewesen. Der lädt aber auch, wenn er hier direkt ankommt, gleich wieder halb voll. Sprengstoff produziert auch schon echt gut.
Tja, naja, es hält sich, ne? Es hält sich. So, was haben wir denn inzwischen hier jetzt fertig? Die Pipeline, das ist alles durch. Ja, sehr schön. Wir brauchen halt vor allem diese Rohrpumpe. Der hat seine Pipeline durch. Der und der. Drei Stück. Genau, wir haben hier ein, zwei, drei. Hier. Das waren sieben Stück. Im Prinzip vor jeder von den Pumpen. Und dazu noch das eine Ding hier. Ja. Pumpen haben wir keine markiert, außer diese hier. Und dann würde ich vielleicht gerade mal, also mit markiert, wenn nicht priorisiert. Dann nehmen wir dich hier mal noch ein. Da ist noch die Pipeline, die jetzt auch die Prio kriegt. Und dann würde ich sagen, der hier auch noch. Und dann haben wir eigentlich alles, was danach kommt, müsste dann schon Export möglich machen. Oder naja, Export. Autos brauchen wir denn dafür auch noch. So. Was sagt denn hier unten? Da sind wieder zwei. Oh, da hat sich gleich einer ganz nach vorne geschlichen. Stehen zwei, die verkaufen wollen in der Schlange. Aber jetzt wird es dann wohl doch eng. Weil hier sieht man das ja gar nicht. Wir haben auch noch die Ankäufer für die offenen Waren, also vor allem zum Beispiel Stahl. Die fahren ja nach Kolata. Die holen sich das Zeug hier hinten. Und die sind nebenher natürlich auch aktiv. So, das ist einer der Kieslaste, der steht immer sehr lange drin. Weil die, ach, aber jetzt kommst du doch noch mal hin. Naja, denn. Bin, komm mal wieder hoch. Dann sind wir wieder bei fast 20.000 gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, der zweite wird auch noch abladen. Schönes Spiel. So, da kommt der Kieslaster raus, ja. Da kommt noch ein Kieslaster raus. So, jetzt ist aber gut. Komm, lass ihn rein hier. Und lass ihn verkaufen. Und zack, geht der Kontostand wieder nach oben. Wo muss das sein? So, noch hier kommt schon wieder der Nächste, der verkaufen will. Naja. Ist gar nicht so übel. Ich meine, solange sich das irgendwo hält, ist es ja albern, da muss ich keinen neuen Kredit holen. Aber schauen wir mal, was hier so ansteht. Da hat einer Ziegel geholt, da hat einer Stahl geholt. Oder? Ja. Und das hat funktioniert. Ist ja interessant. 13 Tonnen Stahl. Naja, gut, so ein Bus ist immer die Optik. Du Schande, was hast du hier wieder gemacht? Naja, leider ist der Kreisverkehr hier noch nicht voll ob und da ist es schon manchmal so, dass es sich ein bisschen verhakt. Die wollen hier irgendwo offensichtlich hier hin und das ist natürlich hier, also. Oh Leute, die ganze Spur ist frei. Fahrt doch einfach da lang. Wo ist das Problem? Ihr müsst euch da nicht kreuzen. Naja, wenn wir jetzt schon hier auch den Asphalt hätten, dann würde da gar nichts passieren. Dann würden die wunderbar aneinander vorbeikommen. Aber so ist es natürlich doof. Weil ausgerechnet die alle in der Spur stehen und die wollen unbedingt hier runter. Was für eine Dusseligkeit. Aber naja, so jetzt sind wir aber hier auf Null beim Konto. Und ich meine, ich kann jetzt hier auch wenig machen. Zum Beispiel irgendwelche zurückschicken. Die müssen sich halt da selber auseinanderfummeln. Aber so, also 1.000, auch guck mal, wir könnten inzwischen sogar noch mehr holen. Aber an Kredit brauche ich das denn? Also wir hatten ja ausgerechnet, dass wir insgesamt hier haben wir 400 Stahl und mit den anderen Dingen sind es insgesamt etwa 600 Stahl. Und 600 Stahl, das sind denn bei Kosten von 400 halt die bekannten so irgendwo 250.000 oder irgend sowas. Also warte mal, stimmt das? 400, 6, 2, 4, ja doch, müsste passen. Und da kommen natürlich aber noch Sachen dazu. Also ich sag mal so 300 bis 400.000 Cash wäre schon gut. Das machen wir eher 400. So Schulden zurückzahlen, sagen wir mal 1,2, dann müsste ich 1,6 und das habe ich eigentlich. Das sollte genügen für den Moment und notfalls nämlich. Naja, das Problem dürfte sein, was ich mir gerade noch überlege. Ich werde das wahrscheinlich das nächste Mal nicht machen können, dass ich den abzahle mit dem nächsten Kredit.
Also sollte ich vielleicht doch lieber gleich noch ein bisschen mehr nehmen. Das sollte jetzt relativ schnell gehen mit dem Geld. Na komm, dann machen wir ein 7. So. Und dann zahlen wir die Sachen erstmal wieder zurück. Meine, immerhin hatte ich ja da gerade auch noch einen relativ günstigen Zinssatz jetzt hier auch wieder. Oder war doch wieder auf 4,3. Seltsam. Naja. Okay, ja, ist auch egal. So, der ist abgezahlt. 493. Ja, das ist wieder irgendwie. Das kriegt da wieder irgendwie nicht zurückgezahlt. Da hängt irgendwas. Ich dachte, vorher war da was eingestellt mit hier 2 als. Naja, aber okay. Mit dem nächsten Tick dürfte der hier verschwinden und dann wird hier auch die monatliche Rate kräftig sinken. Dann sind wir wieder bei 28. Jo, das war die Idee und wir haben natürlich erheblich mehr Kredit, aber wir haben den gerade eben schön nach hinten verlängert und haben dann nach wie vor nur die 28k Kosten. So, na gut, Stau, dann lass uns noch mal gucken, was ist hier passiert. Das hat sich völlig von alleine entheddert. Tja, naja, muss mal sehen. Also, wir haben ja hier den Kreisverkehr, den habe ich ja schon asphaltiert, damit ich den rumkriege. Aber man hat natürlich an diesen quasi unfertigen Kreisverkehren, das kann schon immer mal passieren, dass die hier runter wollen und dann nehmen die halt einfach die andere Spur und dann passieren halt so Sachen, was wir vorhin gerade gesehen haben. Kommt nicht sehr häufig vor. Ich glaube, ich habe das vorhin erst das zweite Mal so gesehen, aber keine Ahnung, wann denn das so passiert von der Geschichte her. Das ist halt, die wollten nach hier und die wollten nach da. Warum auch immer. So, Müllgeschichte ist soweit durch. Denn. Ja, dann machen wir das ja mit der Metallurgie. Jo. Hin zu den Leitungen. Das scheint mir ganz okay zu sein. So, und wenn wir jetzt den Kredit hier schon so aufgenommen haben, dann kannst du auch hier die Fernwärmerohre, wenn das auch normal bauen, das Rundfunkhaus ist wichtiger. So, wir sind hier. Ach du Schande. Ja, nur noch 200 Stahl hier. Es stimmt nicht ganz 300, aber trotzdem, machen wir mal 400. Wir haben schon ein bisschen was geliefert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, muss man immer dran denken, man sieht hier die Kosten und rechnet sich das aus. Das wird ja nicht direkt abgebucht, sondern der nutzt ja erstmal das, was man in den Lagern hat. Und erst wenn die Lager wieder vollgekauft werden, erst dann schlagen die Kosten natürlich zu. Und ja, naja, das ist natürlich auch, wo steht denn der Stahl aktuell jetzt hier? Ja, auch die Frage, ob ich vielleicht mal die Lagerung etwas erhöhe. Wir sind noch unter 5, 4, 8, 182. Wenn ich die hier auf 40% erhöhe. Ach je. Diese hier so. Aber ja, dann geht mir natürlich gleich erstmal noch ein bisschen mehr Geld weg. Im Moment scheinen die das von der. Vom Einkauf auch einigermaßen hinzubekommen. Das geht soweit. Weil wenn die Lager relativ leer sind und die das einfach nicht schaffen nachzukaufen, dann ist es natürlich auch wieder schlecht. Wobei, ich bin sicher, irgendwann wird das passieren. Vor allem, wir hatten vorhin ja gesehen, Gefängnis 400 Ziegel. Also, vielleicht sollte ich das Ziegellager in Vorbereitung. Ziegel ist eigentlich nicht so teuer. Lass mal das ein bisschen erhöhen hier, weil Ziegel, den machen wir mal auf 50. Ja. Ich würde das gerne mit dem Stahl auch natürlich höher ziehen noch, weil es ist halt, wenn man die Lager voll hat, dann baut man eigentlich immer mit Rohstoffen, die man vor einer ganzen Weile gekauft hat, als sie noch günstiger waren. Und damit baut man effektiv eigentlich immer günstiger, als wenn man das quasi direkt ankaufen würde, was eh nicht geht, aber ich sag mal so von der Grundidee. Auf der anderen Seite bindet man ja dann doch mehr Geld in der Lagerung und ob das denn wieder so vernünftig ist, wage ich denn auch wieder noch zu bezweifeln. Aber gut, schauen wir mal. So, ihr macht mal hier weiter, das ist alles wunderbar. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Mal wieder hier geschaut, irgendwie ist es nicht wirklich vorwärts gegangen. Naja, wir haben halt hier auch Prio. Weil auch so bei das Rundfunkhaus ist jetzt inzwischen schon auf 47%. Das ist gar nicht übel. Fehlende Ressourcen, Bretter. Naja.
Wobei, wenn er das Ding ja gerade irgendwann vollgebaut hat, dann hat er so viel Zeugs auch verballert. Ich meine, Ziegel ist auch nicht unerheblich. 200 Ziegel, was wir ja noch brauchen. Da gehen schon noch einige Sachen rein, die dann auch wieder nachgekauft werden müssen. Naja, so, wir haben hier 5 Turmdrehkräne im Übrigen gebunden. Dann kommt hier unser Haus. Das ist gar nicht so. Das ist ja nur noch ein kleines bisschen Stahl und viel Platte. Dann hätten wir das da auch schon. Ach, das ist mir hier. Das ist beim Verkauf. Ist noch Pipeline rein. In der Pipeline haben wir hier einige. Die Rohrleitungspumpen gehen nicht so wirklich voran. Was brauchst du? Das ist alles Arbeitstage hier. Natürlich doof. Ja, das hier auch. Es hängt also in dem Sinne nicht am Material. Wobei, genau genommen ist das natürlich gut. Das hat er vielleicht denn schon geliefert hier. Schauen wir mal, 32 Stahl ist hier noch. 18, das sind 60 zusammen. Und hier, naja, gut, das ist schon noch auch einiges an Material übrig. Müsste man hier irgendwie ein bisschen zu Potte kommen, dass ich. Tja, was willst du machen, ne? Der Weg ist halt wirklich weit. Also. Ich will noch gar nicht dran denken, wie das läuft, wenn man hier die anderen Pumpen da, aber ach, das ist der Weg ist halt noch weiter. Das ist eine Überlegung gewesen. Das durfte eher noch langsamer gehen. So, die hat er hier noch gar nicht angefangen. Dann machen wir vielleicht da auch noch den mal hier auf Prio. Das heißt, wir haben dann noch hier zwei Pipelines, drei Pipelines. Vier Ölförderpumpen. Wenn das ja mal alles durch wäre, das wäre schon mal gut. Zum einen ist die Liste dann kürzer. Da könnte man ja auch schon ein paar Autos reinstellen hier zum Verkauf. Wie ist denn das eigentlich? Hat die Tankstelle, die hat schon Energie. Ja, dann können wir in die Tankstelle schon mal einfliegen. Das ist super. Dann wäre da schon mal was vorhanden. Haben wir hier noch ein bisschen Platz? Naja, geht so. Dann mach mal da. Muss vielleicht mal hier so ein bisschen umswitchen von dem einen auf den anderen. Wobei, andererseits, der andere kann ja den weitermachen. Also hier, meine, die Liste mit den 20 Zielen bei dem hier ist fast voll. Aber er kann ja den hier, ja, das ist okay. Dann machen wir das da. Der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Die stehen ja eh fast nebeneinander. Gut. So, ja. Ach, gucke mal, da ist einer fertig. Der pumpt sich erstmal selber voll hier. Die Pipeline von hier und die von hier ist auch schon bereit. Es müsste nur diese Pumpe fertig werden. Dann würde das Öl schon hier fließen. Da geht es zur Auslieferung. Ja, die zwei wären schön, wenn die mal fertig wären. Denn könnte ich schon Öl verkaufen. Mal sehen, wo gehen die 20 Leute hin? Die gehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Hast du das gehört, was ich gesagt habe? Was brennt denn die Bekleidungsfabrik? Wollen wir mal gucken, wie sie löschen. Da kommt schon die Feuerwehr. Naja, gut, das ist unkritisch. Das ist ja auch in der Nähe. Jo, gut, Feuer gelöscht. Danke, ich hab's gesehen. Hab da ordentlich gemacht. Und dann, so. Hier eingerüstet, das ist nur noch Arbeitstag. Oder kommt jetzt noch ein Turmdrehkran, oder? Jo, der wäre mal gut gewesen, wenn der vor den Arbeitern gekommen wäre. Trotzdem, wenn noch mal eine ordentliche Fuhre Arbeiter kommt, dann sollte das ziemlich schnell durchblitzen hier. Naja, gut, wir werden sehen. Also, was haben wir denn hier? Wir haben noch Auszubildende 23, da können wir eigentlich schon noch mal wieder ran. Naja, obwohl das Haus muss wahrscheinlich fertig werden. Wir sind hier bei 50, ja. Weil, wenn ich jetzt hier 50 lade, so viel Platz habe ich gar nicht mehr. Okay, also müsst ihr mal die Häuschen hier fertig machen, liebe Leute. Das wäre vielleicht mal ein ganz guter Beitrag. So, wir sind hier schon bei 60% beim Radio. Mensch, das ist aber auch toll. Wobei das natürlich immer trügerisch ist, wenn ich sehe, dass eben auch nur 227 Stahl fehlen. Da geht schon noch einiges rein.
Das brauchen wir so in dieser Menge erstmal nicht fürs Mauersteine legen, aber tja. Vor allem Ziegel hier, ne? Und jetzt hier so viele Arbeiter reinzuschaufeln, ist halt auch völlig albern. Das musst du nicht machen, aber gut, das sehe ich immer wieder. Bin ja auch Entwickler und überlege dann immer, wo da vielleicht der Fehler beim Algorithmus ist, ne? Aber ich denke mir dann immer, Mann, das ist halt schon wahnsinnig schwer. Es sind halt hier auch große Entfernungen, wann sie die Autos losschicken. Es ist halt leider sehr oft so. Jetzt sind dann die Ziegel da und jetzt könnt ihr mit den Arbeitern arbeiten, aber die sind schon fast wieder alle weg. Andererseits hat er gleich wieder neue gebracht, aber die letzten Arbeiterfuhren, die waren eigentlich völlig überflüssig, weil die haben keinen effektiven Nutzen gebracht. Jetzt arbeitet er so lange, bis die Ziegel da alle sind. Oder der Stahl. Tja, und ich meine, gut, wenn man hier die ganze Zeit jetzt am Funkhaus arbeiten, der kann die ganzen Leute natürlich alle nur einmal vergeben. Dann kommen die da nicht zu den Puppen hin, ne? So, Rundfunkeinfluss haben wir fertig. Sehr schön. Wenn das Ding dann mal fertig ist, jetzt wieder weitermachen. Das Funkhaus, dann kann er auch gleich die Loyalität beeinflussen. Wir schauen mal, wo sind wir denn hier? Wir sind bei 35% runter Regierungsloyalität. Und hier sind es beide Werte steigend, wenn auch nur klein, aber ein bisschen steigen sie auf jeden Fall. Okay. So, und hier fehlen nach wie vor denn jetzt die Bretter. Tja. Nein, das ist halt auch hier mit den 5 Turmdrehkrähen. Das macht nicht so viel Sinn, wenn ich die Polizei und so freigebe. Wobei in den Erstphasen haben sie eigentlich Beton, Kies und Asphalt. Machen wir mal gerade mit Gericht und Waisenhaus an. Die sind ein bisschen kleiner. Noch etwas höher. Was sagen unsere Busse? Die sagen, es geht eigentlich ganz gut mit dem Abtransport. Da kommt ein Bus mit 36 Leuten. Ist er die da oben nicht losgeworden? Oder was ist denn das für eine seltsame Geschichte? Das werde ich auch gar nicht verstehen, weil ich meine, der kann die doch hier alle abwerfen. Das ist ja kein Problem. Kriegt ihr die gar nicht mehr unter? Es sieht ja fast so aus, wenn man sich das hier so anguckt. Ach, oh ja, das ist schon. Boah. Mengen begrenzen, muss ich noch ausmachen, sehe ich gerade. Die sind schon wirklich inzwischen tierisch voll, die Fabriken, ne? Menge. Ja, dann kommen auch hier die Exporte. Das hat da natürlich auch mit zu tun. Aber eigentlich wäre schon noch Platz. Es gibt keinen Grund, warum der Bus, der hier Arbeiter bringt, warum der mit Arbeitern wieder hier zurück zur Busstation kommt hier. Ich meine, der genauso hier. Die sollten hier einsteigen und hier aussteigen. Warum sind die da nicht eingestiegen? Ich habe, das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich frage mich nur, wie das passieren kann. Also nicht wirklich zu erklären. So, wo ist die Feuerwehr? Hier, komm, die Leute frieren sonst. Na gut, wir haben Mai. Es geht einigermaßen. Feuer gelöscht. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Jetzt kommen sie langsam nach oben. Aber ist das schon. Die Dinger, wenn ich das so sehe, die Prozentwerte hier sind an vielen Stellen, wo sie sich bewegen. Aber da, wo ich Prio drauf gemacht habe, ist nicht so viel. Es hängt natürlich immer davon ab, was denn auch an Rohstoffen gebraucht wird gerade. Und wenn die denn in den priorisierten gerade nicht anstehen, dann ist es natürlich möglich, dass er ganz woanders das Zeug reinbaut, ne? Aber fertig kriegen sollte er eigentlich nichts, weil Arbeiter, die müssten eigentlich zu 100% in die anderen Ecken gehen, wo ich halt ein paar Prioritätsmarkierungen habe. Was hat er denn hier so? Kies und Asphalt, ja. Und hier Kies und Asphalt. Und hier wahrscheinlich Kies. Naja, gut, die werden das schon so nebenher mit hochziehen.
Und der steht hier irgendwie auch schon ewig auf diesem Punkt. Der braucht hier noch ein bisschen Stahl und Plattenteile. Jetzt mache ich den ja auch mal kurz hoch, weil das ist ja nur marginal, dann ist das Ding da auch weg. So. Und das ist dann hier Stahl, Ziegel, Bretter. Düdel, die Musik ist schon irgendwie nett. Ist jetzt mal wieder eine ganz andere Schiene, die er da drauf hat. So, dann gucken wir hier noch mal kurz hin. Hat sich aber nicht so viel getan. Hier ist es ein bisschen weniger geworden hier, aber ja. Sonst sind wir eigentlich nie wirklich vorwärts gekommen. Kommen hier mal Leute, naja, ich fürchte. Was haben wir noch auf? Wir haben die Plattenbauten und das Rundbunkhaus. Die Sachen, Pipelines und Rohrpumpen, die sind ja gerade da beim Öl. Naja, gut. Aber die will ich beide haben. Nee, das ist in Ordnung. Mach die durchaus so weiter, dass... Klar, hätte ich auch andere Sachen gern, aber alles geht halt nicht. Also müssen wir das nochmal so durchziehen. Na gut, soll das mal reichen für den Moment? ja, das 96, naja. Die Pumpen sind alle hier. Aber er hat hier irgendwo. Ne, da oben ist das. Wird das wird da doch was freigekriegt. 19% Geheimpolizei. Hier ist die nächste Ölpumpe, die Pipeline 73, naja. Habe ich denn eigentlich hier ein Haus? Rundfunkhaus, naja, mal 83. Es ist schon gar nicht übel. Lass uns mal die letzten Monate. Wir hatten wieder 88.000 im Mai, was wir exportiert haben. Das ist okay. Und unser, ach, den Plattenbau habe ich gerade gesucht. Ja, ja, aber da steckt es natürlich auch. Platten und ein bisschen Stahl. So, aber hier Mauersteine legen ist gleich durch. Klasse. Das ist natürlich toll. Ja, kommen da noch Arbeiter? Dann können wir schon in die letzte Phase gehen, den Stahlbau, ja. 100 Stahl, Beton, etwas Ziegel und Bretter. Naja gut, aber das ist ja schon mal gar nicht übel. Vor allem haben wir jetzt auch Platte und Kies und Asphalt und die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Können halt in andere Bauprojekte gesteckt werden. Also Platte sollte denn hier an der Stelle kein Problem mehr sein. Oh, der hat eben hier den Stahl geliefert. Sehr schön. Na, dann kriegen wir doch hier vielleicht auch noch die letzten Plattenteile an. Tja, da dürfte gerade die Mechanikteile der hier geliefert haben, ja. So. Komm, reich mir mal die Plattenteile rüber. Gut, okay, ich würde sagen, das kriegen wir dann doch hier gerade nicht mehr so schnell rein. Hatte ich gehofft, aber kein Problem. Dann ziehen wir mal die Metallurgie gerade noch hier. Die Folgetechnologie ist Stahlermüdung, das hatten wir uns ja angeguckt. Und dann würde ich sagen, soll es an der Stelle denn mal wieder genügen. Wir sind ja insgesamt doch echt gut vorwärts gekommen. Wir haben inzwischen über 3000 Leute hier. Mehr können wir erst wieder einladen, wenn das nächste Häuschen fertig ist. Aber so weit ist es ja bis dahin gar nicht mehr. Und die Liste ist einigermaßen überschaubar. Sie passt fast auf eine Seite. Okay, nur fast, aber immerhin. Da ist unser Plattenbau. 43. Ach, der Rundfunk ist hier unten. Na gut, okay. Ich würde sagen, ja, wir machen an der Stelle mal wieder einen Break. Das sieht doch alles in allem gar nicht schlecht aus. Auch bis zum Fertigstellung hier vom Rundfunkhaus wird es nicht mehr lange gehen.
Und auch hier bei den Pipelines und Pumpen sind wir durchaus vorangekommen. Nicht so weit, wie ich mir das erhofft hatte, aber gut, so ist es halt mal. Es geht dann doch auch mal noch ein bisschen Zeit ins Land. Also dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge so abschließen können. Und bis dann.